Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Baby-Countdown-Vlog von mir. Wer hätte gedacht, dass ich bei 40 plus 3 immer noch einen Baby-Countdown-Vlog mache. Das Baby ist noch drin. Ich habe euch gerade auf Instagram schon eine Story gemacht, aber ich weiß, dass da nicht alle bei sind. Deswegen sage ich das jetzt hier auch nochmal. Ich hatte heute Nacht Wehen. Ich bin jede Stunde von einer Wehe wach geworden, die taten nicht weh, aber sie waren stark genug, dass ich halt davon wach geworden bin. Und ich konnte dazwischen immer wieder richtig schön einschlafen und dann so ab, ich glaube 4:30 war das, kamen die dann circa alle 20 Minuten und auch da taten die noch nicht weh. Und auch dazwischen konnte ich wieder einschlafen und dann kurz vor 6 bin ich aufgestanden und weil ich so aufgeregt war, ne, oh mein Gott, es geht los, die Venen gehen los, oh, oh, oh. Und dann habe ich aufgestanden, ja, und dann war erstmal 2 Stunden gar nichts mehr. Da habe ich hier halt aufgeräumt und Frühstück gemacht für Bernd und Calvino und unseren Shake, Bernds Ausliefern. Ja, und jetzt geht es so langsam wieder los, dass ich so leichte Venen habe, verspüre, aber ich habe jetzt noch nicht die Zeit gestoppt. Also Calvino ist jetzt oben in seinem Zimmer, macht Homeschooling, Bernd ist Ausliefern. Und ja, wir können auch im Baumarkt gehen, das ist uns heute erstmal eingefallen. Also, oder haben wir bemerkt, dass man ja mit einem Gewerbeschein im Baumarkt kann. Und dann haben wir da angerufen und die so, ja, können Sie. Also man muss nicht Handwerk sein, also was weiß ich, Klempner oder so. Man kann auch mit dem Einzelhandel oder was auch immer, Gewerbeschein da reingehen. Und deswegen ist ja im Baumarkt auch noch nachher sich diese Karte holen, denn wir brauchen was, was er sich selber angucken muss. Das kann er nicht so online bestellen oder Click and Collect oder wie das heißt. Ja, so, das macht Bernd. Und seitdem ich halt jetzt hier wieder meine Ruhe habe, geht es langsam wieder los. Aber die sind echt nicht stark. Also es ist nicht so, dass ich die veratmen muss oder so, oh, dass es so voll wehtut. Das ist halt stärker. Also ich habe normalerweise, wenn ich meine Periode habe, starke Periodenschmerzen. Das ist ein bisschen stärker als das. So ein Krampf im Bauch. Also wenn ihr schon mal einen Krampf im Bein hattet, das im Bauch ungefähr. Ja. Naja. Nur, dass man sich das mal vorstellen kann, weil manche haben vielleicht keine Kinder oder nicht natürlich zur Welt gebracht. Also vielleicht einen Kaiserschnitt oder vielleicht schauen auch Männer zu. Ich weiß es nicht. Deswegen muss man es ja irgendwie beschreiben können, wie sich Wehen so anfühlen. Ne? Aber es ist echt schwierig. Aber es gibt Videos dazu, auch auf YouTube, wo Männer sich mit so einem Elektrogürtel oder so, die kriegen dann halt künstliche Wehen und die... Sorry, aber das ist echt lustig, diese Videos. Ja, also, ja. Gestern war ja das ernüchternde Ergebnis aus dem Geburtshaus, dass der Muttermund wieder so härter geworden ist als letzte Mal beim Tasten. Und das hat mich echt so zurückgeworfen. Oh mein Gott, und jetzt dauert das noch länger. Und ja, ich weiß aber, dass dieser Befund vom Muttermund eigentlich nur so, ja, nichts, der sagt ja nicht wirklich was aus. Also der kann gar nichts Anzeichen auf eine Geburt anzeigen und trotzdem geht es ein paar Stunden später los. Und genauso kann der wochenlang schon 3 cm geöffnet sein und weich sein, der Muttermund, und es passiert gar nichts, ich weiß. Aber trotzdem war ich gestern, ja, hat mich das einfach zurückgeworfen. Gut, ich soll mich nicht schonen, deswegen werde ich jetzt den Haushalt schmeißen und ja, wenn sich was ergibt, was Neues, dann melde ich mich natürlich bei euch und sage Bescheid. Bei mir gibt es jetzt schön einen Salat. Das ist Rucola, Feldsalat, Oliven, geraspelter Weißkohl, Tomate, Gurke und dieses Paprika-Dressing habe ich da drauf gemacht. Achso, Kidneybohnen habe ich schon gesagt. Ja, das lasse ich mir jetzt schön auf dem Sofa schmecken. Ich muss gleich erstmal duschen gehen und mich ein bisschen
Richten, ich sehe nicht so. Egal. Ich mache jetzt gerade Päuschen. Ihr habt gesehen, wie ich getanzt habe und Haushalt, das habt ihr nicht gesehen, aber ich habe halt auch Haushalt gemacht. Und die Wehen sind etwas wieder da. Die kommen so alle Viertelstunde ungefähr. Aber die sind echt nicht stark. Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Einfach abwarten, ne? Nutzt ja eh nichts. Muss erwarten. Keine Möglichkeit. Ich habe jetzt Gyros aufgesetzt, also dieses Soja-Zeug, was ich euch schon ein paar Mal gezeigt habe. Wir wollten nämlich gleich Pizza machen. Wir haben nämlich für diese Woche keinen Essensplan gemacht, da wir ja dachten oder denken, es geht los diese Woche, das Baby kommt. Und ihr wisst, wir haben fürs Wochenbett ganz viel vorgekocht, alle möglichen Gerichte. Und ja, jetzt, also ist heute Dienstag und wir improvisieren. Wir machen Pizza selber und gucken jeden Tag einfach spontan. Bernd ist, habe ich euch erzählt, glaube ich, der ist ausliefern und der geht auch eben in Real einkaufen. Da steht hauptsächlich so frische Sachen auf dem Einkaufszettel. Ich zeige euch nachher, was er alles mitgebracht hat. Mache ich gleich noch ein bisschen Haushalt und sowas und hoffe, dass ich die Wehen etwas aktivieren kann. Jetzt hatte ich. Ich habe so ein bisschen gedöst jetzt hier. Nicht wirklich geschlafen, einfach nur so geruht, die Augen zugehabt. So kurz vorm Einschlafen gewesen und jetzt hatte ich zwei, drei Wehen. Die waren schon etwas stärker. Also es ist wirklich jetzt nicht geburtswehenmäßig, ne? Aber halt stärker als die, die ich sonst hatte. Und die waren jetzt in Abstand von 5 Minuten. Also ich habe schon so ein bisschen veratmet. Ja, mal schauen, ob es jetzt wirklich losgeht. Heute ist ja ET plus 3, das haben mir ja einige von euch wirklich auch geschrieben. ET plus 3, 19. Januar kommt die. Ich bin gespannt. Ich warte jetzt auf den Bernd, der müsste jeden Moment kommen, weil der Hund muss gleich auch raus und dann gehe ich mit den beiden eine große Runde in Anführungsstrichen spazieren. Vielleicht schubst es das weiter an, alles hier. Ich habe hier auch immer noch die Unterlage, falls die Fruchtblase platzt, dass das nicht so aufs Sofa klatscht. Ich weiß nicht, also mir ist noch keine Fruchtblase geplatzt. Ich weiß nicht, wie viel da kommt. Ich kann das nicht einschätzen. Aber ich dachte, schaden kann es ja nicht, wenn ich die Unterlage hier hinlege. So, Bernd ist wieder da, hat den Einkauf mitgebracht und ich habe meinen Einsatz verpasst, euch zu zeigen, was wir gekauft haben. Also Bernd, er hat einmal die Spülmaschinentabs mitgebracht. Was haben die gekostet? 11 Euro oder so. 11 Euro. Er sagt, die waren im Angebot, deswegen hat er einen davon mitgebracht. Ja, einmal Champignons für Pizza gleich. Dann gibt es hier so einen neuen Aufschnitt von Real alles, ne? Salami und Schinkenwurstart. Wollen wir mal probieren. Vegane Salami zweimal. Smurfy hat auch was bekommen. So ein Teppich, den er schon zerfleischt. Ach, hier ist noch eine Salami. Einmal Frischkäse. Nochmal Salami. Dann gab es Mayo, die ist im Angebot gewesen für 1,99 auf Vorrat. Einmal Sylter Dressing, das ist sehr lecker, bitte. Das habe ich spontan gesehen und gedacht. Ja, das ist ja auch sehr lecker, danke. Ja. Einmal rote Weintrauben. Dann 6-mal rote Paprika, also 3 Doppelpacks und 2 Kohlrabi. Hier gibt es 2 4-mal Kakao-Trinkpäckchen. Ja. Dann gibt es hier diese Yum-Yum-Suppen. Hast du geguckt, ob die vegetarisch sind? Nein. Also Gemüse ist auf jeden Fall. Soll aber irgendwo im Bett die Zeichen im Karton.
Hauptzutat mit ist Geschmacksverstärker. Naja, aber die sind. Die sind vegetarisch. Vegan sogar. Ja. Okay, also zweimal diese Suppen. Wir probieren einmal Hühnergeschmack und einmal Gemüsegeschmack für Falle. Ja, dann zweimal Sauerkirschen und zweimal Sprühsahne. Zwei verschiedene mitgenommen. Zwei verschiedene. Einmal, einmal 35, einmal 30%. Günstig, 1,19, 1,69. Okay. Und dann einmal Möhren mit Grün. Das Grüne habe ich schon abgemacht. Die kommen in und hier Kühlschrank. Einmal mitgebracht Etti-Schnäuzchen. Etti-Schnäuzchen. Ich will auch mal da reingucken, was es so gibt. Ja. Hier. Willst du den Teil aussuchen wie gestern? Nein, der kriegt ja gleich seinen Knochen. Wir gehen jetzt spazieren und dann. Ich habe eine Bratschmiede mitgebracht. Ja, toll. Macht nichts. Du hast die oben, ich habe die bald unten. Ja, nicht so wie du jetzt. Von der Geburt, Mann. Ja, schon klar. Geburtsverletzung. Mann. Und hier wollte ich jetzt den Teig für die Pizza ansetzen und wir haben keine Hefe hier. Ja, haben sie Hefe. Ja, wir gehen jetzt, wenn wir spazieren gehen, gehen wir eben Hefe kaufen. Und hier trocknet in der Zeit das Gyros. So, und Wehen sind im Moment nicht so enorm. Ich weiß es nicht. Es ist nicht so, dass ich so, oh, ich habe eine Wehe, von daher wird es jetzt auch nicht unmittelbar losgehen, ne? Der Bernd macht jetzt gerade für uns die Pizza. Mhm. Das sieht sehr lecker aus und es riecht schon sehr lecker. Findet auch Smurfy. Und ich lag jetzt die ganze Zeit. Ich hatte ja, also, ne, wie war das? Nachdem ich letztes Mal gevloggt habe, kam der Bernd, dann sind wir spazieren gegangen. Da hatte ich ein paar Wehen und dann sind wir nach Hause gekommen. Da war ich in der Badewanne, da war weg. Das ist ja immer so der Test. Wenn die Wehen weggehen, dann sind das keine richtigen Wehen. Ja, die waren dann weg. Und dann bin ich wieder rausgegangen und dann waren die aber sofort wieder da. Dann habe ich mein Buscopan-Zäpfchen genommen, wie von der Hebamme verordnet. Dann lag ich jetzt eine Stunde und ja, bin jetzt halt aufgestanden, um ein bisschen meine Schunkelbewegung zu machen und zu laufen. Und sie sind halt da und ich habe gerade einmal gemessen, da war so 8 Minuten Abstand. Heute Nacht war eine Stunde erst und dann war 20 Minuten. Und dann war heute Morgen 2 Stunden Ruhe, nachdem ich aufgestanden bin. Und dann fingen die so leicht an. Die sind jetzt ein bisschen stärker, aber die sind jetzt immer noch nicht so, dass ich schreie oder so. So stark, wie sie noch nie waren. Das ist immer Bernds Frage. So stark, wie sie noch nie waren. Einfache Frage. Das stimmt. Wir sind halt. Also auf einer Wehenskala ist es eine 1. Auf einer Bauchschmerzenskala ist es eine 6. Sagen wir so. Da kann ich doch was mit anfangen. Kannst du? Das wäre also. Ja. Ist halt. Abwarten. Jetzt ein bisschen Pizza essen, ein bisschen stärken. Ja, und dann geht's los gleich. Ich würde halt gerne morgens starten mit einer ausgeschlafenen Nacht. Ja, und das ist aber egal, wann wir das wollen. Mir ist halt nur wichtig, dass es innerhalb der nächsten Tage passiert. Ja. Na? Das stimmt. Muss ich im Wald gehen. Ich habe zum Bernd gesagt, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Dann mache ich das hier allein, zu Hause alleine mit ihm. Da hat er gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, gehe ich alleine im Wald. Ja, mal gucken. Gut, ich melde mich einfach später nochmal. Ja. Mit einem Update. Wir waren jetzt noch eine Runde spazieren, alle zusammen. Und ich habe immer noch Wehen, aber die werden irgendwie nicht stärker. Und keine Ahnung, wir haben jetzt, es ist richtig früh noch. Es ist 18 Uhr. Aber ich bin richtig müde. Das war irgendwie voll anstrengend heute. Dieses, keine Ahnung, es war einfach anstrengend. Ich bin müde und ich fühle mich nach Schlafen. Und da habe ich gesagt, ich lege mich jetzt hin, weil es könnte ja sein, dass ich heute Nacht wach werde und richtig Wehen bekommen und dann ja, nehme ich meinen Körper
versuche ich den ernst zu nehmen und versuche jetzt einfach ein bisschen zu schlafen. Ich habe mir hier auch so eine Matte hingelegt, falls die Fruchtblase platzt, so eine Inkontinenzmatte, so eine zum Wegschmeißen und ja, einfach mal abwarten, ob die Wehen mich schlafen lassen. Ich schätze mal, jetzt kann ich damit noch schlafen, aber ja, wenn die stärker werden, halt nicht mehr, deswegen versuche ich ein bisschen vorzuschlafen. Ja, ich würde jetzt hier den Vlog beenden. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Und ja, wenn es losgeht, melde ich mich auf Instagram sofort. Und ja, nimm auch die Kamera in der Hand. Und natürlich würde ich das Video dann erst schneiden und hochladen. Weiß ich nicht. 2-3 Tage später oder so. Ja, das ist echt aufregend. Ich bin richtig so aufgewühlt. Mama. Ja? Mir ist eine von meinen Socken ins Klo gefallen. Was soll ich hier hinter der Wäschekorb stehen? Frag dich nicht, wie das passiert ist. Mach im Wäschekorb, ist egal. Da ist keiner. Ach so. Dann gehe ich in eine Badewanne. Was passieren konnte. Ist gleich. Ja, ich bin halt richtig aufgewühlt und weiß nicht, was ich davon halten soll. Bei Calvino damals haben die Wehen morgens eingesetzt und ich hatte nicht die ganze Zeit, die ganze Schwangerschaft schon Übungswehen und so. Das war halt so ein eindeutiges Zeichen. Die Wehen haben ganz leicht angefangen. Ich hatte den ganzen Tag immer stärker werdende Wehen. Ja, und da wusste ich, ich habe Wehen und er kommt jetzt. Und diesmal ist das alles so anders und irreführend und kompliziert und ach, weiß ich auch nicht. Naja, egal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und fürs Zuhören und ja, wir sehen uns wahrscheinlich morgen in alter Frische wieder. Tschüss!